So, meine lieben Inselbewohner, es geht weiter. Wir sind zurück aus der Mine vom letzten Mal. Und unsere Taschen sind proppevoll. Naja, gut, fast voll. Wir müssen hier jetzt erstmal ein bisschen wieder aussortieren und aufräumen. Und dann schauen wir mal, was wir noch so Cooles machen können. So, aber ich möchte mich wie immer einmal kurz bedanken für eure ganzen Kommentare. Das war ja wieder der Knaller. Ich glaube, ich habe euch allen auch geantwortet. Ja. So, hier liegen jede Menge Eier. Wen haben wir denn hier? Da ist Ingalinchen. Die wird erstmal gestreichelt. LS2. Und unser Guido wird auch gestreichelt. Und ich habe immer noch auf der Liste dem Guido ein schickes Häuschen zu bauen. Und das machen wir heute auch. Komme, was wolle. So, aber erstmal rödel ich hier die Shiny Stones durch. So. Und paar Sachen erstmal wegpacken, ne? Was wir jetzt so nicht mehr brauchen. Mal die Schlüssel erstmal beiseite. Fertilizer. Das ist der Dünger, ne? Packen wir auch beiseite. Slingshot, Aim and Fire. Hardwood Plank. Batwing, da habe ich keine Ahnung, was ich damit machen kann. Ich würde sagen. Oha, guck mal hier. Kopperohr, jede Menge Kopperohr. Können wir eigentlich auch gleich weiterverarbeiten? Wo haben wir sie? 42 Kopperohr. Eieieiei. Das wird dauern. Das wird dauern. Aber gut, wir lassen das mal eben durchrödeln. Ich gehe mal eben kurz in eine Recyclingbox schauen. Pink Cardigan Dress und Ninja Boots. Ja, okay. Ist noch vom letzten Mal. Ist John schon da? Ah, guck mal, John ist schon da. Sehr gut. Ich möchte mal eben was verkaufen. Pass auf, ich brauche nämlich den Crocodile Tooth brauche ich nicht. Die Knochen brauche ich auch erstmal nicht. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Das Rattle Brew, das möchte ich auch mal verkaufen. Ich will mal sehen, was er mir dafür gibt. Wir machen mal einen Test. Jo! Danke. Okay. Dann nächster Test mit den Glowing Mushrooms. Wir haben ja noch welche. Mal sehen. Oh, das lohnt sich ja gar nicht. Die behalten wir. Okay, warte mal. Was gibt er uns denn für ein Pott Farbe? Yellow Paint. Mal sehen. 200 nur? John, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich hätte mindestens mit 2000 gerechnet. Okay, was haben wir noch? Mal gucken. Zylinder und Greenboard. Ja. Na, geht doch. Guck mal. Jetzt macht er auch mal die Kohle locker, ne? Geht doch. Ist anscheinend mehr so an Technik interessiert. Hier, Gumwood Plank kannst du haben, Hardwood Plank kannst du haben. Slingshot behalte ich auf jeden Fall. Flamesack, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Behalten wir. Iron Bar kann er haben, Copper Bar. Haben wir nämlich alles im Überfluss jetzt. Flaming Bat. Ja, die möchte ich schon behalten. Palmut. Ja, komm, hier. Jo, nimm hin. So, jetzt fragen wir ihn noch, ob er einen Auftrag hat.
Eine Fliege. Natürlich. Deine Fliege sollst du kriegen, aber nicht jetzt. So, Fletchy, Baby. Was kann ich für dich tun? Ja, ich möchte mal eben gucken, ob du was brauchst. Blumen und Butterfly. Ja, kriegst du. So. Guck mal, was wir hier jetzt für Optionen haben. Wo ist denn hier Animal Den? Nein. Birdcoop, das wollen wir haben. Copper Bar, Spinifex, Tinsheet, Gammut. Tracken wir uns. Damit wir das dann auch noch erledigen können. Besuch haben wir gerade nicht, das ist gut. Da vorne ist ein Kroko. Muss jetzt dran glauben. So. Denn die Zähne geben Geld. Hier haben wir hier eine Menge Bananen. Sind auch wieder frisch zum Ernten bereit. Nehmen wir natürlich auch mit. Oh. Zack. So. Perfekt. Hier vorne waren die schon durch. Nee, ne? Nee. Okay. Super. Super, super, super. Habe ich gerade mein... Ja, habe ich. Den Kescher. Komm mal her, ja. So, da haben wir schon mal den Blue Moon Butterfly für unsere liebe, nette Fletch. Lava, 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 Lava. So, pass auf. Hier, bitteschön. Blue Moon Butterfly. Zack. Ja, na klar. Large Round Glasses. Mhm. Die verkaufen wir direkt. Oder? Nee, warte. Wir verkaufen die nicht. Wir packen die hier rein. Vielleicht braucht die jemand aus dem Dorf. Billy Button packen wir da auch rein. So. So, jetzt fehlt uns noch... hier, Theodor. Theodor, altes Haus. Komm mal ran hier. Ja. Brauchst du was? Oh, Piratenhosen. Ja, da bin ich dabei. Ja, gib her. Piratenhosen muss ich haben. So, warte mal. Wo sind sie? Einmal angucken. Okay. Gut. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber irgendjemand von euch, obwohl doch, Ingalinchen war es, hatte mir berichtet, dass ich mal hinter John gucken soll. Aha! Das ist einer unserer leeren Bilderrahmen. Ah, okay. Das ist ja cool. Guck mal, da können wir unsere... Können wir unsere Bilder reinhängen? Ja, hier, das hier. Komm her. Guck mal, wie cool das aussieht. Wie vom Profi-Fotograf. Thank you. Sieht gut aus. Okay, warte mal. Dann... Dann das hier. Guck mal, wie geil. Das ist ein cooles Feature. Hier kann man auch noch eins reinmachen, glaube ich. Und da auch. Warte mal, was passiert denn, wenn ich alle da voll mache? Kriege ich dann eine Belohnung? Nehmen wir das von Fletch. So. Und hier, mal gucken. Ja. Ja, so viele habe ich jetzt nicht mehr, ne? Ich habe ihm meine guten Bilder schon alle gegeben.
Wie sieht's damit aus? Ja, komm. Baum geht immer. So. Und nu? Ja. Okay. Das hat ihn jetzt nicht interessiert, anscheinend. Okay. Anscheinend gibt es keine Belohnung dafür. Ist halt nur so für zwischendurch. Aber ich finde es mega, dass es das gibt. Richtig cool. So, wir brauchen noch eine Fliege. Eine Fliege, eine Fliege. Und dann fangen wir gleich an, das Ding zu bauen. Und unsere Falle will aber auch nicht irgendwie, ne? Warte mal. Ich schmeiß da nochmal ein Stück Fleisch rein. Da, was ist das? Das ist wieder ein Schmetterling. Der hilft uns aber gerade nicht. Oh, gießen müssen wir auch gleich. Gießen müssen wir auch. Keine Fliegen da. Immer dann, wenn ich eine brauche, sind sie nicht da. Das ist ja lustig. Doch hier, oder? Ne, ist eine Libelle, glaube ich. Pygmyfly? Okay, habe ich auch noch nicht gehört. Da, jetzt haben wir's. Okay. Sehr gut. Warte mal. Kann ich hier... Ich gehe ja jetzt sowieso zu John. Ja, Knochen kann ich schon mal mitnehmen. Kann man nämlich gleich verkaufen. Wir brauchen Geld für unsere neuen Dorfbewohner. So, Eier. Komm mal her. Chicken Egg. Bevor die hier vergammeln, nehmen wir die auch mit. Zack. Ist auch schon wieder jede Menge fertig. Das ist voll cool. So. Oh, ich brenne. Oh, oh. Toll. Jetzt, wo ich angekommen bin. Zack. Schönen guten Tag. So. Bitteschön. Ja. Wir kriegen nur Klamotten in letzter Zeit, ne? Das ist ja unfassbar. Jo, pass auf. Die Eier kann er haben. Pygmyfly nicht. Knochen kann er haben. Steine. Sonst noch was? Ah ja, Krokodilzahn. Jo, gib her. Danke. So, einmal rüber. An das Board hier. Mal gucken. Theodore. Okay. Er will Sachen tauschen. Von mir aus gerne. Habe ich kein Problem mit. Und Franklin will auch tauschen. Federshirt, ja. Arbeiten wir ab. Kein Problem. So, ich will ihm sowieso das Fliegending hier geben. Donation. Da, Pygmyfly. Bitteschön. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Fliege sein soll. Wobei das schon fast aussieht wie eine Libelle, ne? Danke. So, und jetzt tauschen wir die Sachen eben durch. Orange Flanny Dress, ja. So, er kriegt dann von mir die Purple Flats. Yep. Orange and warm. Cool. Tschüssi. So.
Dann. Okay, wir brauchen noch Spinefax. Da muss ich gleich mal eben meine Dings holen. Gammut Plank habe ich vergessen. Nägel. So, zack, zack, zack. Einmal durchknallen hier. Bumm. Tin Sheet brauchen wir 2 Stück. Die habe ich auch irgendwo. Nee, habe ich nicht. Das ist ja lustig. Ach so. Kein Problem. Wir haben ja alles da. Zack, danke. So. Dann fehlt noch Gumwood Plank. Palmwood. Wie viel brauchen wir davon? 3 nur. Das geht ja. Das ist ja nicht viel. So. Haben wir auch. Tin Ohr. Iron Ohr. Können wir alles erstmal beiseite packen. Ja, die Farben. Müsste ich eigentlich wieder eine extra Kiste für machen, ne? Warte mal. Wir haben hier doch noch Platz, ne? Nehmen wir die hier. Ne, da sind Steine drin. Das ist doof. Muss ich gerade selber mal überlegen. Aber hatte ich nicht noch irgendwo Nägel? Ich bin der Meinung, ich hatte irgendwo Nägel. Ah, hier, Flamesack. So. Nee, keine Nägel. Okay, dann. Ich hoffe, dass das reicht. Mal eben gucken. Nägel, 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 da. Jo. Machen wir eben fertig hier, komm. Soll das. Okay, Nägel haben wir auch. Fehlt noch Spinefax und Dingensbummens hier. So. Das haben wir. Dann hole ich mir mein Werkzeug wieder raus. Koko, das ist nicht nett. Hau ab. Nein. Oh nein. Ach Mann. Habe ich nicht aufgepasst. Das war dumm. So, jetzt habe ich wahrscheinlich mein Geld verloren, ne? Oh, ich habe doch so hart dafür gearbeitet. Ah, guck mal, Irwin ist wieder da. Machen wir gleich. So. Schon mal ein paar Grassamen wieder mitnehmen für unsere Tierchen.
Zack. Na, komm her jetzt. So. Da haben wir auch schon wieder Spinefacts da vorne. Nehmen wir dann auch gleich mit. Zack. So. 4 Stück brauche ich davon. Okay. Muss ich, glaube ich, mal hier rüber, oder? Ja, da hinten sind 4. Obwohl, hier sind noch mehr. Guck mal. Brauche ich gar nicht so weit laufen. Jo, haben wir schon alles. Wunderbar. Lalalalala. So, hatte ich mein Geld eigentlich auch weggepackt? Oder war das, hatte ich das alle gemacht? Bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, ich habe das alle gemacht. Oder vielleicht im Haus. Mal gucken. Boah, alles voll hier. Aber das ist gut. Wir können hier unsere Kisten mal hinstellen. Haben wir ja 2 Stück von. Machen wir mal rotieren. Ich muss mal eben gucken, wie die aufgehen. Ja, das sieht gut aus. Mal so. Zack. Zack. Ja, perfekt. So, dann einmal rüber. Gucken, war irgendwas drin? Nee. Und dann machen wir jetzt den Birdcoop fertig. Jawohl. Cool. Achso, hier, können wir gleich Schulden bezahlen. Wo wir schon mal hier sind. Das erinnert mich daran, hast du irgendwelche Möbel, die du nicht mehr brauchst? Okay. Sie will Möbel. So, dann 37.000. So, und wieder pleite. So, aber ist kein Problem. Wir kriegen das schon in den Griff. So, jetzt muss ich mal eben überlegen. Mache ich das hier hin? Dann ist aber die Ecke dahinter frei. Oder ich mache es so. Geht auch, ne? Guck mal. Der Guido hat jetzt sein eigenes Häuschen. So, dann hauen wir nochmal die Grassamen durch, wo wir hier auch gerade in der Nähe sind. Zack. Eier einsammeln. Jo, und wir haben nichts zu essen. Guck mal, das Ding ist leer. Eieieiei, gut, da müssen wir... Obwohl, Irvin ist ja gerade da, ne? Dann gehen wir direkt zu ihm und kaufen was. Geht ein bisschen schneller, bevor mir die Tiere gleich wieder sterben. Schönen guten Tag, Irvin. Okay. Er will neue Klamotten haben. Ja klar. Kriegst du. Kriegst du alles von Onkel Maddy. So, pass auf. Habe ich alles da. Ich bin der wandelnde Kleiderschrank. Chefpants hier, die kannst du haben. Regal Sofa. Okay.
Keine Ahnung, was das ist. Animal Food. Ach, ich habe ja gar kein Geld. Ups. Okay. Bei Baby Chook. So. Tintenohr für Fletch. Ja, kann sie kriegen. Franklin möchte tauschen. Ach, haben wir schon angenommen. Okay. Alles klar. Aber erstmal, ganz wichtig, die Tiere brauchen Futter, bevor ich das wieder vergesse. So. Moment. So. Jetzt ist wenigstens ein bisschen was drin. Ich kaufe jetzt auch erstmal kein neues. Gießen müssen wir auch noch. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich komme hier gar nicht hinterher. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. So, Johnny, pass auf. Einmal eben verkaufen. Big Chicken Egg. Ich glaube, das große Ei behalte ich. Okay. Okay, okay, okay. So. Gut, 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 gut. Was wollte ich noch machen? Ach ja, genau, ich wollte zu Franklin. Einmal zu Franklin. Was hat er hier? Copper Street Lamp Repair Kit, okay. Okay, guck mal, was hat er denn hier Schönes? Hat der was Neues? Nein, aber hier, Chainsaw. Richtig cool. Nee, der wollte ja was tauschen, ne? Deine Aufgabe. Ja. Du kriegst von mir das Flanny Dress. Jo. So. Okay. War sonst noch was Wichtiges, was ich machen wollte? Mal eben gucken. Okay, die Farben können wir wegpacken. Die brauchen wir ja gerade nicht. So. Ah, genau, genau. Hier, Gießkanne. Gießkanne. Das lassen wir auch noch machen. Und dann das Ding da hinstellen. Unser neues Möbelstück. Und Fletch ein Möbelstück bringen. Siehst du, genau. Fast vergessen. So, aber erstmal gießen wir jetzt hier. Hat ja keiner gemacht hier von meinen Dorfkumpels. Alles muss man selber machen, ist ja wohl eine Frechheit. Ich racker mir hier den Arsch ab, erfülle ihre Probleme, Aufgaben und Sorgen und keiner kümmert sich um meine Felder. Das sind mir ja Nachbarn. Mit euch da draußen wäre das nicht passiert. Da wäre das alles schon erledigt. So, guck mal. Das haben wir. Jetzt will ich mal eben schauen, was wir da für ein neues Möbelstück bekommen haben. Zack. Oho, oho, oho. Das sieht ja nett aus. Ist nicht mein Stil, muss ich ja mal so sagen, ne?
Warte mal, ich nehme den Bedside Table, den nehme ich mit, den kriegt sie. Und ich mache mir dann da eine Kiste nehmen. Ich finde die Kisten cooler. Ich mag dieses leicht rustikale. So, Fletchy. Let's chat. So. Furniture, ja. Möbel, Möbel, Möbel. Da, bitteschön. Pink Sneakers, toll. Ich bring dir hier einen 5 Tonnen schweren Nachttisch und sie gibt mir Schuhe dafür. Ist ja wohl eine Frechheit. Okay, dem hatte ich schon alles gegeben. Ja. Das haben wir auch. Ah ja, genau, hier, Futter. Futter, Futter, Futter. So. Dann machen wir das nochmal eben. Jo, alles drin. Tierchen geht's gut, hoffe ich. Perfekt. Sonst noch was? Shit. Komm, wir machen mal ein Experiment. Ich werde mir jetzt mal so einen Mushroom hier reinziehen. Und gleich wächst mir ein dritter Arm. Oder so. Okay, wir gehen noch mal rüber zu Theodor. Ich bin noch nicht befriedigt. Ich will noch mal eben gucken, ob er vielleicht noch was braucht. $40.660 für einen Zaubererhut. Ist das dein Ernst? Krass. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge dann hier und machen ein kleines Päuschen. Wir sehen uns dann bald wieder, dann geht's hier weiter und ich bin schon sehr gespannt. Aber ich bedanke mich natürlich erstmal fürs Zuschauen, für eure Kommentare, fürs Liken, fürs Abonnieren. Ihr wisst schon, was ich meine. Super cool von euch. Dann macht das doch gleich noch ein bisschen mehr Spaß. So, aber jetzt bin ich erstmal weg. Wir machen dann bald weiter und bis dahin wünsche ich euch einen zauberhaften Tag und verabschiede mich nun. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.